Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück. Ich habe versprochen, dass eine zweite Folge kommt und hier kommt sie. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Ja, wir haben gerade die Raumstation betreten. Mehr oder weniger betreten. Ich vermute mal auch dadurch, dass man, ohne zu spoilern, weil ich kenne das Spiel nicht, dadurch, dass die meine Mitbegleiter, dass sie die Leichen nicht gezeigt haben, dass sie in irgendeiner Form im Spiel wieder auftauchen werden auf der Station. Okay. Ah. Okay, ich werde mal ganz langsam mich bewegen. Ziel aktualisiert. Suchen Sie Hilfe. Ah, okay. Also man hört aber sogar, das haben sie schon krass gemacht, man hört sogar, wenn sie sich auf dem dreht. Oh. Dann hört man ihre Schuhe auf dem Boden quietschen. An Registrierungspunkten können sie manuell speichern. Sie werden von Feinden in der Nähe gewarnt. Und speichern wir noch. Geiles Telefon, oder? Ist doch nice. Ja, klar. Was, bitte warten? Ja, okay. Okay, da ist noch nicht so viel freigeschaltet. Ja, verdammt, ich wollte in der Pause das Licht ausmachen. Ich wollte das ein bisschen. Ich wollte die Stimmung eigentlich ein bisschen anheben. Wow. Im Kreis gelaufen? Yeah, ich bin im Kreis gelaufen. Seil. Hey. Nice. Wow. Alter Schwede. Ja, aber ich muss da lang. Warte mal. Kann ich bestimmt irgendwo. Ah, okay. Ich dachte eigentlich, dass ich es irgendwie ausschalten kann, aber. Übrigens nett, dass das Alien uns jetzt im Moment erstmal nochmal in Ruhe lässt. Bisschen abzweigen. Im Moment, da sind wir ja rein. Warte mal, ich muss mal ganz kurz den Fernseher mal die Helligkeit mal kurz. Es ist schon auf dynamisch, ist schon das Beste. Ach da, Alter, bin ich bescheuert. Da war er doch rechts hinter ein. Eieiei. Mann, bin ich bescheuert. Also manchmal tut es wirklich schon fast weh. Alter Schwede.
Könnte mal bitte jemand die Feuerwehr rufen? Mal so am Rande. Da ist ein Feuer. Ich meine, ist ja so ein Gasleck, was brennt, ist ja eigentlich das Beste, was passieren kann, weil dadurch entsteht kein Druck. Und das Gas verbrennt eben. Auf Terminal zugreifen. Oh, ist das geil. Ordner fehlerhaft. An Maschinenraum. Also Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache, Sevastopol wird stillgelegt. Wir haben mit Ihnen also mit Ihnen einen Vertrag und neue Prostituierten, habe ich gerade gelesen. Postierungen sprechen. Bis dann haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen, dass wir mit einer Minimalbesetzung, ja, was, machen. Also werden also ein paar Leute von außerhalb kommen und sie werden Überstand schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Na gut. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall White. Nice. Schief. Okay. Alter, geil, das ist so richtig geil gemacht. Macht es eigentlich schon Sinn, sich hier umzuschauen? Ah, okay. Leuchtfackel. Das finde ich wieder ein bisschen traurig, dass sie das so einfach machen und alles, was man... Hey, ich bin... Ah, okay. Dass alles, was man looten kann, so wieder farblich hervorgehoben ist. Sag mal, ich bin doch, ich hab mich, warum bin ich denn so klein? Hä? Ah! Ah, okay. Ah, okay. Nice. Ja, das sieht nämlich auch nicht so gesund aus da. Wow, scheiße! Wow, habe ich mich gerade erschrocken. Verflucht nochmal. Super, ich habe mal wieder vergessen, einen Timer anzumachen. Das heißt, ich, Das wird helfen. Okay. Na gut, ich kann jetzt noch nichts auswählen. Die Level sind auch sehr schlauchmäßig aufgebaut. Es scheint ja eine größere Raumstation zu sein. Gibt's einen kleinen Kofferstau. Alter Schwede, dass die nicht auseinanderbricht, wundert mich gerade ein bisschen. Ach, da war was. Da. Ah, okay.
Moving. Entschuldigung, wenn ich auch ein bisschen leiser bin, wenn ich nicht so viel kommentiere oder Schrott einsammeln. Ja, Schrott sammeln bin ich gut. Sag nur meine Ex-Freundin. Oh, guckt euch mal das alte Radio an. Wie geil ist das denn? Ist ja voll 80er, 90er und das Beste von heute. Ja, sorry, wenn ich nicht so viel erzähle, aber das muss einfach passen. Hallo? Ist da wer? Eieiei, die Raumstation. Nice. Durch Nutzung dieser Terminals wird die Karte mit unerforschten Gebieten aktualisiert. Wo? Ah, hier. Okay. Karte aktualisieren. Uiuiui, ist doch ein bisschen grübelbar, als ich dachte. Aber ist auch wieder sehr schlauchartig. Also, beziehungsweise es baut sich ja jetzt alles erst auf. Ich denke mal, wenn das Alien dann kommt, können wir dann eben alles nutzen. Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Warte eben, warte. Ja, wie? Wo? Na komm, 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 komm. Ja, voilà. Und nochmal, komm, 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 komm. Alter, das ist ja voll retro, ey. Ja, natürlich möchte ich das, sonst würde ich ja nicht da speichern wollen. Gut. Öffentlicher Hinweis, das Sevastopol. Wir haben eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Siegens Corporation möchte bei dieser Siegson? All den Dank, die im Laufe der Jahre auf der Welt gearbeitet haben und gelebt haben. Hoffe, dass ihr sie dazu beigetragen hat, die Situation zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investitionen in die Station schwankte nie. Sie können sich darauf verlassen, dass sie in der Apollo-Haupt-KI dienen werden, bis auch die letzte aller Ziele entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und tschüss. Wir sind okay. Harris? Turner? Kommen Sie sofort zurück! Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Sie müssen was? Das möchte ich nochmal bitte betonen. Sie müssen wasserdicht sein. Oh. Oh. Irgendwas haben wir gemacht, was gerade nicht so gut war. Achso, wir haben ja eben schon gespeichert. Oh! Ja gut. Lass mal gerade mal gucken, wo wir von der Aufnahme her Zeit sind. Ja, zwei, drei Minuten können wir noch. Wieder vergessen, den Timer anzumachen, intelligenterweise.
Oh, ja. Aua! Autsch! Wie scheiße ist das denn? Bin ich denn? Scheiße, ich gehe gerade in die falsche Richtung. Das wusste ich ja nicht, dass man sich dann Stromschlag holt. Ich wollte eigentlich zu dem Gitter hier hin. War das hier? Ne, wo war denn das? Hä? Bin gerade geistig verwirrt. Dann muss mich nach rechts drehen. Ne, das doch, das war hier unten irgendwo, gell? Na, wo komme ich da nicht durch? Ah, hier, von hier sind wir hingekommen. Ich glaube. Jawohl, von hier sind wir gekommen. Entschuldigung. Na? Bindemittel. Mal schauen, was wir dann alles zusammenbasteln können. Gut, aber wir machen mal wieder eine kurze Pause, weil 20 Minuten sind um. Meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und schreibt mir in die Kommentare, wenn es euch nicht gefallen hat. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Alien Isolation mit dem Sascha. Dankeschön, ciao.